nach Merseburg. Dort gibt es eine Gründerpreisverleihung und der Thomas von Thomas Iva Garage ist dort auch nominiert. Und ich gucke mir einfach mal an, wie das so läuft. Immerhin fahre ich ja einen Hauptbremszylinder von ihm seit ca. 2000 Kilometern recht problemfrei. Gucken wir mal. Ja, angekommen in Merseburg stelle ich fest, ich bin nicht mit dem einzigen Ostauto auf dem Parkplatz angereist. Ist noch ein Trabant und noch ein Wartburg da und natürlich auch Thomas, sein Firmenauto, ist da. Die Veranstaltung fand im Ständehaus in Merseburg statt, ein richtig schönes altes Bauwerk und auch innen eine Augenweide, wer alte Steine und Gemäuer mag. Vorm Saal haben sich die 10 Gründer präsentieren können, die es in diese Endrunde sozusagen geschafft hatten. Und da war natürlich auch Thomas mit einem Stand von Thomas Iva Garage dabei. Eine kleine süße Stärkung und ein paar Getränke gab es auch und dann konnte es auch schon losgehen. Es geht um Fahrzeugteile. Thomas Iva Garage, Juli 2020, gegründet mit dem Ziel, nicht nur den Handel von Fahrzeugteilen und Ostfahrzeugen voranzutreiben, sondern natürlich auch die Fahrzeuge selber, aber vor allem auch Ersatzteile oder andere Produkte zu entwickeln und Projekte auch auf YouTube vorzustellen. Und es geht weit über das Thema Influencer hinaus. Das wäre viel zu kurz gefasst, weil das ist sozusagen ein ganzes Lebensmotto. Thomas Iva Garage, herzlich willkommen. Und dann starten Zeit, 3 Minuten ab jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Gründerpreisverleihungs-Pitch. Mein Name ist Thomas Müller und meine Gründungsgeschichte beginnt eigentlich bereits in meiner Kinder- und Jugendzeit. Schon immer habe ich mich für alte DDR-Fahrzeuge und ja, jeglicher Art eigentlich interessiert. Aber als es dann später irgendwie so ein bisschen an die Berufswahl ging, mahnte mein Vater mich: Junge, lerne du, was wichtig ist. Gesagt, getan. Denn nach meinem richtigen Job könnte ich ja schließlich immer noch an meinem Zeug rumbasteln und rumspielen, also habe ich BWL studiert. Während meines BWL-Studiums und auch schon vorher war das Gaubeln genau mein Ding. Also, so wie meine Oma immer sagt, alten Ostschrott irgendwo her organisieren, das Ganze aufarbeiten und mit einem coolen Text dann im Netz wieder verkaufen. Nach meinem Studium dann lief es für mich eigentlich echt gut. Ich war schon Ende 20 Geschäftsführer einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und hatte im Prinzip alles, was so ein junger Mann sich wünscht. Ich hatte einen Dienstwagen, ausreichend Geld und an Freizeit hat es mir auch nicht gemangelt. Aber der innere Drang nach Selbstverwirklichung hin zu meinem Hobby, hin zu meinen Interessen wurde immer größer und so habe ich dann später einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Account gegründet, um eben die Leute da draußen an meinen Schraubereien teilhaben zu lassen. In einem YouTube-Video dann hatte ich mal einen Schaltplan von Trabant thematisiert, den ich mir in der Druckerei riesengroß hatte vergrößern lassen. Die sind ja auch immer nur ganz klein. Als ich dann am Folgetag nach dem Video irgendwie 6 Anfragen in meinem Mehrfach hatte, wo man das denn kaufen könne, dämmerte es mir, dass in diesem Ort wesentlich mehr Potenzial steckt, als man glaubt. Und so nahm ich dann später all meinen Mut zusammen, schmiss den gut dotierten Geschäftsführerposten hin und gründete das Unternehmen Thomas Iva Garage. Ein Onlinehandel für alte DDR-Fahrzeuge und deren Teile. Und so wurde aus einem Schaltplan heute knapp 700 Artikel. Doch in den nicht zu unterschätzten großen Markt wie reinkommen? Für mich persönlich relativ selbstverständlich, nämlich mit Ehrlichkeit und Kundennähe. Und das eben massivst unterstützt durch meine sozialen Kanäle. Ganz ohne Marketing im klassischen Sinne und dieser Profitgier bis ins letzte Margenprozent hinein, sondern genauso wie ich heute hier vor Ihnen stehe, nämlich authentisch und echt. Ein Beispiel dafür sind nicht nur meine vielen YouTube-Videos, sondern auch meine Artikelbeschreibungen im Shop, die selten irgendwelche Standardphrasen enthalten, sondern vielmehr echte Emotionen aus dem Schrauberalltag sind, die jeder kennt. Meine Kunden fühlen sich von mir verstanden. Und eben nicht wie eine bloße Kundennummer. Dass ich den Großteil meiner Produkte selbst in meinen Videos teste, einbaue und kritisch mit den Kunden diskutiere, überzeugt sie. Und die Zeit ist jetzt um. Dankeschön, Thomas Iva Garage. Ja,
Variante 2. Sie sehen, wie der Kunde hier auf der Leinwand ist, die Kommunikation ist von hinten auch noch hier. Variante 3, Sie können auch auf diese Website gehen. Und das wird spannend, ich mache mal auf. So. Publikumspreis. Liebe Gäste, guck mal, ob hier steht, wie viel? Nö, steht nicht. Publikumspreis des Gründerpreises 2024. Der erste Publikumspreis hier im Saalekreis geht an Thomas Ifer Garage. Hier steht drauf. Kleine Stärkung gab es hinterher auch noch. Und dann ging es 5 Autominuten entfernt natürlich zu Thomas Ifer Garage. Hier musste ja noch anständig gefeiert werden. Bevor du das Bier nimmst. Na, auf euch? Auf dich? Wer hat hier noch nichts? Wer hat hier noch nichts? Auf euch! Nach Hause, gab noch bei Thomas eine kleine Feier, ein paar Würstchen, Bier, Fassbrause,
waren reichlich Leute da, nette Gespräche. Danke Thomas für die Zündspule. Natürlich hat dann in Merseburg, als ich losfahren wollte, irgendwie das Auto nur noch auf eben Top laufen wollen. Kerzen gewechselt. Natürlich war genug Fachpersonal da. Ich wurde reichlich unterstützt im strömenden Regen. Und letztlich war es die Zündspule. Tja, steht zu Hause im Flur, 2 Stück. Aber war halt nicht im Kofferraum. Danke nochmal, Thomas, dafür.